Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. Wie du bereits weißt, ist die Fischer-Projektion eine Möglichkeit, die Molekülstruktur der Fructose darzustellen. In wässrigen Lösungen liegen die Fructose-Moleküle jedoch in der Regel in einer anderen Darstellungsform vor, nämlich in der Ringform. Die gebräuchlichste Form ist die Haworth-Projektion. Wie die Bildung der Haworth-Projektion von Fructose als Pyranose ausgehend von der Fischer-Projektion funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Zunächst stelle ich D-Fructose in der Fischer-Projektion dar. D-Fructose deshalb, weil die OH-Gruppe, die am chiralen Zentrum hängt, das am weitesten von der Carbonylgruppe entfernt ist, nach rechts zeigt. Nun drehe ich das Molekül im rechten Winkel nach rechts, also um 90 Grad. Das, was vorher links stand, zeichne ich oben. Das, was vorher rechts stand, zeichne ich unten. Erinnere dich, bei der Fischer-Projektion muss man sich das so vorstellen, dass die senkrechten Linien nach hinten gerichtet sind, somit bildet sich ein Ring. Beim Auffüllen der Substituenten ist zu beachten, dass die Substituenten, die rechts stehen in der Fischer-Projektion, in der Haworth-Projektion nach unten angeordnet werden. Und die Substituenten, die in der Fischer-Projektion links stehen, die werden in der Haworth-Projektion oben dargestellt. Bei der Darstellung musst du aufpassen, dass du die OH-Gruppe des sechsten C-Atoms in Richtung des zweiten C-Atoms ausrichtest. Das freie Elektronenpaar des Sauerstoffatoms der Hydroxygruppe des sechsten Kohlenstoffatoms bindet ans zweite Kohlenstoffatom. Dass die Bindung auch funktioniert, muss die Doppelbindung weg, indem ein Bindungselektronenpaar zum Sauerstoffatom herumgeklappt wird. Einerseits bekommt das Sauerstoffatom eine positive Ladung, weil insgesamt für dieses Atom nur noch 5 Außenelektronen statt der ursprünglich 6 Elektronen zu finden sind. Andererseits bekommt dieses Sauerstoffatom eine negative Ladung, da es nun 7 Außenelektronen besitzt, also quasi ein Elektron zu viel hat. So bleibt das nicht stehen. Das freie Elektronenpaar des Sauerstoffatoms nimmt sich das Proton. Es entsteht dann hier also eine Hydroxygruppe. Das Elektronenpaar bleibt bei diesem Sauerstoffatom zurück. Somit lösen sich also die unterschiedlichen Ladungen im Molekül auf. Durch intramolekulare nukleophile Addition einer Hydroxygruppe an eine Carbonylgruppe kommt es zur Bildung eines sogenannten Halbacetals. Fructose bildet hier zyklische sechsgliedrige Ringe, die man Pyranosen nennt. Sechsringzucker heißen Pyranosen. Wenn du genau hinschaust, stellst du fest, dass nun sogar das zweite Kohlenstoffatom durch die Ringbildung zu einem weiteren asymmetrischen Kohlenstoffatom geworden ist. Dieses Kohlenstoffatom wird als sogenanntes anomeres Kohlenstoffatom bezeichnet. Hervorzuheben ist, dass die Hydroxygruppe am anomeren Kohlenstoffatom besonders reaktiv ist. Wegen des anomeren C-Atoms, das durch den Ringschluss entstanden ist, bilden sich zwei Stereoisomere, Alpha-D-Fructose und Beta-D-Fructose. Steht die OH-Gruppe des zweiten Kohlenstoffatoms nach unten, handelt es sich um Alpha-D-Fructose. Steht die OH-Gruppe am zweiten Kohlenstoffatom nach oben, handelt es sich um Beta-D-Fructose. Zusammenfassend halte ich fest, dass auch die Haworth-Projektion eine Möglichkeit ist, um die Molekülstruktur der Fructose als Pyranose darzustellen. Durch die intramolekulare nukleophile Addition erfolgt der Ringschluss und damit die Ausbildung eines zyklischen sechsgliedrigen Ringes und die Bildung eines weiteren asymmetrischen Kohlenstoffatoms, nämlich des zweiten Kohlenstoffatoms. Dieses ist ein anomeres Kohlenstoffatom. Hierbei erfolgt die Zuordnung zu Alpha bzw. Beta aufgrund der Stellung der Hydroxygruppe am zweiten Kohlenstoffatom. Sei auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.